Yo, was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Willkommen zu unserem weiteren Together! Und zwar mit meinem Lieblings-Koop-Partner, Don fucking Snoop. Don Snoop in the house, man. What's up, man? Ja, und wir wollen in Angriff nehmen, Army of Two, the Devil's Cartel. Wir wollen uns mal wieder ins Action-Getümmel stürzen. Ich habe selber noch nicht gespielt, es ist blind für uns beide. Ich habe auch schon ein bisschen hier meinen Charakter angepasst. Hab hier so eine neue Maske gekauft, Smiley Mask und ja, ein bisschen Tätowierungen kann man kaufen. Aber man kann auch seine Kampfausrüstung kaufen. Also es ist sehr individuell, was man so einstellen kann. Aber was natürlich auch noch ist, ist die Waffen. Man kann die Waffen auch noch kaufen und da wollte ich jetzt noch warten, bis ihr dabei seid. Und dann wollte ich vielleicht meine Primärwaffe lasse ich als Sturmgewehr und aber kaufe eine. Also man kann hier sogar AK-47 kaufen und man kann dann noch einen besseren Schaft kaufen, Magazinerweiterung, ein Visier wäre vielleicht nicht schlecht. Achso, das ist jetzt nur Griff. Ah, ein Holo-Visier ist noch alles gesperrt. Aber man sieht, man kann sehr viel kaufen. Aber ich will jetzt nicht mehr kaufen, ich will zocken, um noch mehr Kohle zu verdienen. Bist du bereit? Aber sowas von, Alter. Dann gehen wir jetzt Köpfe einschlagen. Los geht's! Viel Vergnügen bei unserem neuen Wir zocken, ihr schaut zu Army of Two und das Ganze auf schwer, weil wir harte Hunde sind und ihr werdet euch wieder wahrscheinlich wieder totlachen, wie oft wir sterben. Ich muss sowieso mein Aiming verbessern durch The Last of Us. Ich merke, ja, vielleicht bei dem Spiel, ne? Fällt mir dann das Zielen ein bisschen leichter mit dem Gamepad. Los geht's! Viel Vergnügen! Bradley und Pike, sieht alles gut aus, alles sauber. Du hast doch gesagt, dieser Politiker wäre umstritten. Je weniger ihr heute passiert, desto besser. Berüchtigten Drogenkartell La Guadagna unter Führung des skrupellosen Esteban Bautista in die Hände gefallen. Bei meiner. Wir haben Alpha und Bravo dabei, oder? Also muss was schief gehen. Lasst euch das nicht gefallen. Nicht von Amp. Den zu ignorieren ist mein Hobby. Amp ist bloß sauer, weil er die Abi-Feier seiner Frau verpasst. Warum kommst du nicht her und sagst das nochmal? So viel steht fest. Wir sind hier verdammt überflüssig. Wir sind hier zum Schutz und aus Imagegründen. Oh ja. Schuss abfeuern müssen wir definitiv nicht. Jetzt los. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel deutsch synchronisiert ist. Nicht? Alpha, Bravo. Nein. Was zur Hölle geht da vor? Ich Army of einen Two, sofort. The Devil's Cartel. Fünf Jahre zuvor. Alpha, Bravo, wie ist er? Ihr wirkt weicher als Babykacke. Versaut's nicht, Ladies. Jo. Ja, die haben genauso wenig Ahnung wie ihr. Bla bla bla. Was für ein Loser. Okay, umsehen. Das ist also das Tutorial. Yeah. Nice, läuft richtig gut. Bewegen, sprinten. An die Tür. An die Tür, los! Aber ich muss schon mal eins bemängeln. Ich fand die
Explosionseffekte mal voll mager. Ja, ist egal. Willkommen beim letzten Test. Eure Einstufung hängt zu 100% irgendwas hier von diesem Test ab. Was ist denn das? Kommt was Leichtes. Ach, schieß dann. Einfach auf die Ziele schießen. Trefft sie alle. Warte auf Partner, geh mal rüber. Leg los. Ja, du musst ein Stück rüber. Genau. Yep, yep. Bin da. Ach Gott, das hat ja auch noch hier so ein... Na ja, gut. Waffe wechseln. Wie wechselt man die auf Dreieck? Ja. Ja. Doppelantippen. Was ist Doppelantippen? Hm? Dann gehst du Seitenwaffe. Hey, du sollst auf deine Ziele schießen, nicht auf meine. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Sehr gut. Viel zu einfach. Ihr würdet staunen, wie viele bei dieser Aufgabe versagen. Her mit dem nächsten Test. Wir sind hungrig. Her mit dem nächsten Test. Also, wie gut wir von einem Ort zum anderen spazieren können. Du kannst dich noch nicht mal vernünftig anziehen. Also vermassel's nicht. Begebt euch von Deckung zu Deckung ans andere Ende. Los. Hä? Boah, man muss auf X, glaube ich, draufbleiben, oder? Jetzt. Nee, einmal drücken. Langt. Einmal drücken. Ja. Ja, ich bin nämlich drüber gestiefelt jetzt. Ne? Ah ja, perfekt. Nein. Ach, der lässt ab. Das ist schon nicht schlecht. Und dann drüber hüpfen. Yeah. Das System ist gut gemacht, ja. Okay. Hindernisparcours abgeschlossen. Ihr dürft weiter. Sag ich doch. Was ist der nächste Test? Okay, jetzt testen wir euer Können in Sachen Blindfeuer und Granaten. Was soll denn dieser ganze Gedanke? Blindfeuer? Bleib ruhig. So läuft's halt. Da scheiß ich drauf. Schießt aus der Deckung und werft Granaten auf die Ziele. Wie wirft man Granate? Ah, ja. Wie? Keine Ahnung. Wie wirft man Granaten? Okay, mit R2. Ah. Dann werf ich auch mal eine. Wow. War das jetzt eine schöne Explosion? Oder nicht? Jetzt dann die große Deckung. Boah, grauenhaft. Granate werfen. Ich schmeiß eine Splittergranate. Ja, jetzt. Zwischen den anderen vier. Boom. Hervorragend. Ja, gar nicht übel. Was habt ihr noch so? Ah. Man kann auch flitzen, ne? Ja, wenn du den gedrückt drückst. Einmal. Ja. Ja, R3 oder wie auch immer das nochmal heißt. L3. Warte auf deinen Partner. Und jetzt? Also wahrscheinlich schieße auf die Fässer oder was weiß ich. Bist du da? Also, scheint so. Ja. Jetzt. Warte auf deinen Partner. Also gut. Diesmal müsst ihr einfach die Ziele ausschalten, um weiterzukommen. Verstanden. Na los. Ja, ich sehe keinen. Ach, da oben. Ja. Yeah. Kann man auch auf die Fässer schießen? Explodieren die? Nee. Oder? Doch. Nö. Schade. Wo? Da oben. Ja, das hat Autoziel an. Das finde ich richtig gut. Da ich ja sowieso nicht so ein guter Zieler bin. Okay. Na, Kopf wäre besser gewesen. Wow. Ja, Hauptsache ich erwisch ihn. Ups. Ey, punktemäßig. Ja? So, das ist dein Ziel. Die darf ich nicht abschießen. Die, wo rot sind, müssen wir zusammen abschießen. Also? 1, 2, 3. Ja, okay. Overkill aktivieren. Okay. Und jetzt? Oh. Was ist das? Ah, jetzt hast du schon. Ja, genau. Zeitlupe mit Explosionsmunition. Ja, Mann. Geil. So, Rage-Modus. Ach so, du kannst die Mauern zerschießen auch. Oha, echt jetzt? Boah, tatsächlich. Ich nehme ja alles auseinander, Alter. Ja, jetzt explodieren auch die Fässer. Bam. Ja, genau. Das ist dann wie so Infinity Ammo, Alter. Aber hallo. Dürfen wir weiter? Begibt sich zum MMG-Raum. Na.
Dann ist dann diese blöde Trainingsphase vorbei. Ich will endlich schlachten. Warte auf deinen Partner. Ja, ich komm doch schon. Hä? Geh in Deckung. Und du? Ups. Hey, Rookies. Two Vision. Die TWO-Vision in eurer Maske zeigt euch die taktisch beste Route an. Okay. TWO-Vision. Geschützte Marke. Geil. Jetzt sind wir da. Jetzt testen wir euer Teamwork. Einer muss das Ziel auf sich ziehen, der andere muss flankieren und zuschlagen. Okay, warte. Willst du flankieren oder soll ich? Und ihr wollt doch nicht flankieren. Wohin? Kein Thema. Au. Okay, warte. Oh, scheiße. Du darfst halt nicht gedrückt bleiben, weil sonst wirst du links. Yep. Ich lenk's ab. Ja, ja. Ich flankier's. Das wird echt schwer. Okay, das Ding ist scharf auf mich. Warte. Geh. Bin schon unterwegs. Seh ihn. Oh nein. Okay, warte. Jetzt ist die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Warte, du kannst gleich weiterziehen. Komm. Okay. Fuck! Das war nicht sehr klug. Okay, jetzt schnapp ihn dir von hinten. Walle ihn doch ab! Ja. Hast du nicht hingeschaut? Oh doch, mir war bloß nicht klar, was das werden sollte. Klugscheißer. Okay, das war's. Kommt raus, wenn ihr soweit seid. Naja. Ja, ihr habt's wohl geschafft. Hier, ich glaube, das sind eure. Rios, Alpha auf Position. Bravo auf Position. Gut, wie sieht's aus? Zwei Wachen, bewaffnet, aber müde. Angriffserlaubnis. Wir brauchen keine Angriffserlaubnis. Greif einfach an. Der Junge gefällt mir. Immer mit der Ruhe. Langsam. Angriffserlaubnis. Das ist unsere erste TWO-Mission. Bist du übergeschnappt? Nee, Mann. Ich will bloß, dass du ein bisschen lockerer wirst. No se sella. Das sind die Profis. Nett. Zerklatsch, flach. Gut gemacht, Kinder. Los, wir gehen hier lang. Wir dürfen mit den Großen spielen. Ja, das sind wahrscheinlich, ich weiß, was ich glaube, dass das die Army of True Leute sind von den früheren Teilen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Sie mit ein bisschen Krach zu uns locken, damit dass wir einfach jetzt die Grünschnäbel hier sind. Ach ja. Und warum hast du mir das nicht gesagt? Bahnzeit frei zu sein, Zocki, okay, kommst. Okay. Guck dir mal den anderen, das sind noch voll die Tiere, Alter. Der eine da, Alter. Voll das Paket, Alter. Okay, warte. Hör mal, fast wie ich. Du weißt, ich will ein bisschen leise vorgehen. Wache ausschalten. Leise. Ich bin versteckt. Die schauen gerade gar nicht her. Ja, vielleicht kann man einen Nahkampf machen. So eine Art Stealth-Kill oder was? Mhm. Deswegen. Mal von Deckung zu Deckung hechten. Aber da müssen wir beide gleichzeitig erwischen. Das Deckungssystem erinnert mich ein bisschen an Ding, Alter. An was? An Ghost Recon. Geh weg. Kann man sich weggehen? Ducken? Ja. Und nun? Also wir können da irgendwie angreifen. Meinst du, du kommst hinter den anderen? Ich denke schon.
Warte. Okay. Wir gehen Nahkampf nochmal in den rechten Stick reindrücken, gell? Nein! Also Vorsicht! Scheiße! Ah, gut gemacht. Ja! Wir wissen, dass die Tochter des Kunden hier ist. Wir suchen ein Mädchen, etwa 12 Jahre, Mexikaner, blondierte Haare, auf alles andere gerade den halben Bauch aufgeschnitten, Alter. Ja, gut gemacht. Alpha, Bravo, schau dir den Verschlägen nach. Geil, der hat eine AK, Mann. Okay. Die erkannte ich jetzt. Ich hab nicht mal die M16. Ich soll den äußeren Verschlägen nachschauen, also komm. Also. Mach mal auf. Wir müssen das Tor anheben. Achso, wir müssen das gemeinsam tun. Teamwork, Baby. Das hört sich nicht gut an. Die räumen schon auf. Okay, unterstützen wir sie mal. Wird ja auch Zeit. Erledigt. Das ist schon unser Kollege. Wo sind sie überhaupt? Oh. Vorsicht! Kommt noch mehr! Wow! So geht das, Mann. Krach, bumm. Vorsicht, die Fässer sind explosiv. Ach, was, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Rote Fässer explodieren immer. Das stimmt nicht. Ihr seid keine Gamer, oder? Im Auto sind sie krepiert, Alter. So viel zum Thema unauffällig. Tja, so laufen unsere unauffälligen Einsätze eigentlich immer. Dieser Einsatz ist sogar einer unserer unauffälligsten. Stimmt, immerhin sind noch keine Helis da. Flankiert. Da ist noch einer. Ja, man kann die Kisten und alles wegschießen, gell? Ich habe einen niedergeschnetzelt. Wie denn? Ich will auch mal einen niederschnetzeln. Einfach hingehen und R drücken. Vorsicht! Die Tanks sind riesig. Boah, das ist eine schlechte Idee. Weg! Wow! Ist er explodiert? Nein, das Ding brennt nur. Gleich in die Luft. Boah! Wow! Alles okay? Anscheinend nicht. Sanitäter! Komm her, komm in die Ecke! Die Explosion hat mich erwischt. Zu mir! Hallo, wohin? Ach, da bist du. Schnell! Du bist verwundet. Wiederbeleben. Okay. Steh auf, Soldat! Komm hoch, ja. Soldat! Ramm mir die Spritze rein, Alter. Okay, jetzt wissen wir Bescheid, vor so riesigen Tanks in Acht nehmen. Ja. Junge, wie hier alles kaputt geht. Das hätte ich ja nicht gedacht. Wir haben es aber nicht mit der Frostbite Engine zu tun hier, oder? Doch. Echt? Ja. Okay, dann wundert es mich nicht. Oder? Doch, das ist die Frostbite Engine, nur nicht halt so schön, finde ich. Also, das Grafikdesign sieht ein bisschen gammelig aus, wenn ich ehrlich bin. Ach. Oha, fucking Nate. Kann man nicht irgendwie wegspringen auch oder so? Attacke! Zack! Yeah! Yeah, fresst Kugeln, ihr Schweine! Schön flankiert, Alter. Schöner Überraschungsangriff. Yeah! Zerschieß alle Deckungen, Alter, wie es abgeht. Gott, ist cool. Ist da noch einer, oder was? Ja, ich schlitz ihn jetzt auf. Tu das. Da ist noch irgendwo einer. Die Luft ist rein. Bei mir sammeln. Okay. Sehr schön. Bei ihm sammeln, los. Der Schrei kam aus dieser Richtung. Ich bin mir nicht sicher, Sir. Wir sollten uns trennen. Und dann weitersuchen. Hast du das gehört, Rios? Der meint, er hätte hier was zu sagen. Hast du eine bessere Idee? Alpha hat recht. Ihr beide geht da lang. Und Salem und ich nehmen das Tor. Verstanden. Okay. Wir beide gehen da lang. Wo müssen wir lang? Da lang. Ach, durch das Tor. Lass uns das Tor anheben. Ja, denn alleine schaffst du es ja nicht. Feuer frei! Ja! Ja. Gleich bei Deckung. Ist gleich losgeht. Feuer frei! Ich hab mal gesehen, wo Gegner sind und schon schießen sie auf mich. Boah. Pass auf! Ja, schieß auf das, genau. Vorsicht! Ah! Drecksack! Ja, Mann. Ich habe jetzt mein Ding aktiviert. Ja, ich aus Versehen. Was schieß bei euch, was? Ach nein, das heißt, dass du das aktiviert hast. Oder haben wir das zusammen? Ich check's gar nicht. Wow! Gerade auch nicht.
Hast du gerade deins aktiviert? Nein. Meins war plötzlich aktiv. Boah, ey, schlechte Idee, du bist, gell? Ja, weißt Granate. Du, weißt du gerade, hinter was du gerade in Deckung gehst? Ja, ja. Ah, scheiße. Wo ist der Typ? In dem Haus. Ich sehe sie. Ach. Ah, scheiße, mich hat's erwischt. Okay, ich komm. Warte, warte, warte. Bleib du in Deckung, ich krieg zu dir. Das ist besser. Schieß auf ihn. Kann grad schlecht. Erledigt. Alter, wir haben doch Nades, Mann. Hier. Ups. Alter, ja, ich schieß wie ein Zigeuner. Alter, irgendjemand trifft mich. Schon wieder erwischt worden. Komm, krieg ich um die Ecke. Ich bin hinter dem Wagen, da wo ich vorhin war. Wo ist der blöde Penner? Ich kann noch immer schießen. Wow, 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 okay. Er ist tot, er ist tot. Hab ihn einen Headshot verpasst. Steh wieder auf. Komm zur Fall. Spritzen haben wir unendlich? Scheint so, ja. Alter, ich brauche eine Deckung, eine gescheite. Und ich weiß nicht woher. Ja. Hast du ihn? Ja. Da sind Nein. aber noch mehr welche. Hab ihn. Weitere. Ah! Oh! Alter, wie die mich immer flankieren hier. Die sind echt klug, die scheiß Gegner hier. Muss mich erstmal wiederholen. Okay, gib die Chance sauber zu sein. Los. Ja, Mann, warte, ich brauche erstmal Moon. Hier liegt genug. Ja, was für ein Blutbad. Lass mal sehen hier. Ja, Mann. Schönes Gemetzel. Ich weiß, wegen dem Mesher, wegen Cut und so, oder Uncut. Also. Ja. Ich weiß, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Also. Keine Ahnung. Wir haben. Jetzt haben wir Uncut gekauft, aber. Wir haben die PEGI-Fassung, aber wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich Uncut ist oder nicht. Aber egal, gehen wir weiter. Werden wir schon sehen. Also ich finde es jetzt noch nicht so brutal, aber wer weiß, was noch kommt. Also ich habe mir sagen lassen, dass die älteren Army of Two's, also die waren brutal. Ja. Okay, zum nächsten Gebiet vor. Ja, yeah, erstmal Kohle einsammeln. Jawohl. Ah, okay, da gibt's auch so eine Art Rang. Aha, okay. Ah, okay, cool. Ja, aha. Dann war das jetzt Level 1. Ah, Lockvogel, ich habe einmal Verluste gespielt und Lockvogel hast du gespielt. Du hast alles gespielt, hä? Okay. Und Retter warst? Check ich nicht. Nein, check ich auch nicht. Weiter. Auf einmal steht bei mir Sieger. Ah, okay. Zurücksetzen. Du bist nicht in der besten Liste. Aha. Was ist das schon Arsenal, wieder? Zum Arsenal. Warte auf Partner. Zum Arsenal? Nee. Ja, okay. Ja, okay, oh, dann gehen wir. Ich hab schon okay gedrückt. Ja, gehen wir mal zum Arsenal. Dann können wir neue Sachen kaufen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Kohle verdient. Ich glaube, ich spare noch.